Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Pötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Seit mehr als zwei Tagen sind Spezialisten und Freiwillige im Erdbebengebiet in Mittelitalien im Dauereinsatz, immer in der Hoffnung, unter Balken, Schutt und Geröll vielleicht doch noch Überlebende zu finden. Doch die Chancen werden immer geringer. Die Zahl der Toten ist auf 267 gestiegen. Mehr als 380 Menschen wurden bei dem Beben am Mittwoch verletzt. Für morgen wurde ein Tag der nationalen Trauer ausgerufen. Die Notunterkunft nahe Arquata del Tronto heute Morgen. Hier sind Menschen untergebracht, die ihr Haus bei dem Erdbeben vom Mittwoch verloren haben. Die Nacht war hart. Die Temperaturschwankungen sind sehr stark hier. Tagsüber ist es heiß und nachts bitter kalt. Dann kriecht einem die Feuchtigkeit in die Knochen. Auch heute bebte die Erde wieder. Am frühen Morgen erschüttert ein Erdstoß der Stärke 4,8 die Gegend von Amatrice, zerstört weitere Gebäude. Fast 1000 Nachbeben hat es inzwischen gegeben. Für die Erdbebenregion hat die Regierung gestern Abend den Notstand ausgerufen. Ein vorläufiges Hilfspaket in Höhe von 50 Millionen Euro wurde vom Kabinett von Ministerpräsident Renzi beschlossen. Außerdem Steuerbefreiungen für die Bewohner der Unglücksregion. Der Wiederaufbau der Erdbebenregion steht an vorderster Stelle für die Regierung. Das ist auch das, was die Dorfgemeinschaften wollen. So haben es uns die Überlebenden gesagt. Diese Ruinen sind das, was von der Schule in Amatrice noch übrig ist. Erst im Jahr 2012 war das Gebäude renoviert worden, sollte erdbebensicher gemacht werden. Dennoch ist es jetzt zerstört. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. In Amatrice haben die Aufräumarbeiten begonnen. Zugleich geht die Suche nach Überlebenden auch heute weiter. Die Serie der Terroranschläge in der Türkei reißt nicht ab. Bei der Explosion einer Autobombe wurden heute in Cizre 11 Menschen getötet und 78 weitere verletzt. Ziel der Attacke war das Gebäude der Bereitschaftspolizei. Die meisten Opfer sind Polizisten. Cizre liegt im Südosten des Landes, nahe der Grenze zu Syrien. In der Stadt leben vor allem Kurden. Zu Jahresbeginn war türkisches Militär dort massiv gegen mutmaßliche Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgegangen. Die Wucht der Bombe hat das mehrstöckige Polizeigebäude völlig zerstört. Immer wieder sind Detonationen zu hören, wenn Waffen und Munition, die in der Polizeistation gelagert waren, explodieren. Die Bombe soll in einem LKW versteckt gewesen sein, der von der Polizei kontrolliert wurde. Nach Angaben des Gouverneurs der überwiegend von Kurden bewohnten Provinz Schirnak war es ein Selbstmordattentat. Auch wenn sich bisher niemand zu dem Anschlag bekannt hat, für die türkische Regierung ist bereits jetzt erwiesen, wer für die Tat verantwortlich ist. Bei einem hinterhältigen Angriff der kurdischen PKK auf eine Polizeiwache in Cizre haben 11 Polizeibeamte ihr Leben verloren. Wir werden einen unerbittlichen Krieg führen gegen sämtliche Terrororganisationen. So startete die türkische Armee vor 3 Tagen in Nordsyrien eine Großoffensive gegen Stellungen der Terrormiliz IS. Aber die Operation Schutzschild Euphrat richtet sich auch gegen das Vorrücken syrischer Kurden. Die Türkei will weitere Gebietsgewinne der Kurden verhindern und damit ein zusammenhängendes Kurdengebiet. Türkische Medien berichten, dass die Armee auch Einheiten syrischer Kurden beschossen habe. Nach dem Brexit-Votum sucht die Europäische Union nach der richtigen Reaktion. Darum geht es bei den Gesprächen, die Bundeskanzlerin Merkel zurzeit mit allen EU-Ländern führt. Heute ist sie in Warschau, trifft sich dort mit den Ministerpräsidenten aus Polen, aus Tschechien, Ungarn und der Slowakei, der sogenannten Visegrad-Gruppe. Diese Regierungschefs, sonst nicht für einen europafreundlichen Kurs bekannt, fordern nun eine engere Zusammenarbeit. Es ist ein Gesprächsmarathon, den die Kanzlerin derzeit absolviert. Reden, reden, miteinander, so viel wie möglich. Am Vormittag mit der polnischen Regierung und dann mit den Vertretern weiterer osteuropäischer Länder. Die EU ist in der Krise. Wie geht es weiter nach dem Brexit-Entscheid? Auf dem Sondergipfel in Bratislava sollen die Weichen neu gestellt werden. Ich freue mich heute hier auf den Austausch mit den
Kollegen. Das ist, glaube ich, für die Vorbereitung wichtig, dass wir in ganz unterschiedlichen Formaten aufeinander hören. Denn der Austritt Großbritanniens ist nicht irgendein Ereignis, sondern es ist ein tiefer Einschnitt in der Integrationsgeschichte der Europäischen Union. Es soll keinen neuen EU-Vertrag geben und trotzdem soll sich viel ändern. Eine dynamischere Wirtschaft, Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit versprach die Kanzlerin. Sogar eine gemeinsame europäische Armee wurde gefordert, sowie die Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit. Wir müssen Konsequenzen ziehen aus dem Referendum in Großbritannien und uns überlegen, welche Reformen erforderlich sind, damit die EU besser funktioniert, sich besser entwickelt und damit andere Staaten nicht in die Versuchung kommen, unsere Gemeinschaft zu verlassen. Auch wenn die Kanzlerin in der EU unter anderem wegen der Flüchtlingspolitik derzeit keinen leichten Stand hat, die meisten sind froh über die Initiative von Angela Merkel. Datensicherheit ist gerade für Apple etwas, womit sich die Firma im Wettbewerb oft brüstet. Doch jetzt konnte sich eine neu entdeckte Spionagesoftware Zugriff auf iPhones verschaffen. Der IT-Sicherheitsfirma Lookout zufolge konnte das Programm Pegasus dank bisher unbekannter Software-Schwachstellen wichtige Nutzerdaten abgreifen. Nach Erkenntnissen von Experten wurde das Programm in einigen Ländern auch gegen Menschenrechtler eingesetzt. Apple hat die Sicherheitslücke nach eigenen Angaben mittlerweile durch ein Update gestopft. Für Millionen iPhone-Besitzer weltweit sind es schlechte Nachrichten. Die Spähsoftware Pegasus war bis vor wenigen Tagen aktiv. Sie konnte Telefongespräche mitschneiden, E-Mails lesen und Aufenthaltsorte der Nutzer verfolgen. Dabei galt das Apple-Betriebssystem bisher als besonders sicher. Das nun entdeckte Schadprogramm beispiellos, sagen Experten. Es handelt sich um eine der schwerwiegendsten Sicherheitslücken, weil sie im Innersten des Betriebssystems angreift. Es ist zudem auch eine Kombination mehrerer Schwachstellen, die hier ausgenutzt werden. Und deswegen ist es eben ein Angriff, mit dem man bisher zumindest nicht zu tun hatte. Aufgeflogen ist das Spähprogramm, als ein bekannter Menschenrechtler in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine SMS mit einem verdächtigen Link erhielt. Auch weitere Menschenrechtler und Journalisten könnten betroffen sein. Wir wissen von Fällen, in denen Menschenrechtsverteidiger, die ausgespäht wurden, willkürlich inhaftiert wurden, weil das Mobiltelefon immer ihre Lokaldaten, wo sie sich aufhalten, weitergibt. Dass sie dann in der willkürlichen Haft mit privaten Informationen aus ihren privaten Gesprächen konfrontiert wurden, die man offenbar nur so wissen konnte. Dass ihre Kontakte auch ins Visier gerieten, mit denen sie kommuniziert hatten. Wie viele Nutzer ausgespäht wurden, ist bislang unklar. Apple hat mit einem Update die Sicherheitslücken geschlossen. Im Internet gibt es außerdem eine App, die zeigt, ob das Telefon infiziert ist. In der französischen Normandie ist ein Teil der Steilküste abgestürzt. Beim Ort Saint-Martin-au-Buneau, nordwestlich von Rouen, türmten sich Gesteinsbrocken am Strand. Entgegen ersten Befürchtungen gibt es keine Hinweise auf Verschüttete. Eine Suchaktion wurde beendet. An der Küste sind viele Kreidefelsen unter anderem durch Regen erodiert und daher einsturzgefährdet. Die Behörden riefen Anwohner und Touristen zur Vorsicht auf. Die Fußball-Bundesligisten Mainz und Schalke haben in der Europa League anspruchsvolle Gegner erwischt. Bei der Auslosung der Gruppen in Monaco kam Mainz zusammen mit dem belgischen Rekordmeister Anderlecht, dem französischen Saint-Étienne und Quebele aus Aserbaidschan in eine Gruppe. Schalke trifft auf den österreichischen Meister Salzburg, den russischen Vertreter Krasnodar und auf Nizza. Und hier sind noch die Wetteraussichten. Heute Nacht klar, im Norden und im Nordwesten vereinzelt Schauer oder Gewitter. Morgen sonnig, im Westen und im Norden zum Teil wolkig und vereinzelt Schauer oder Gewitter. 20 bis 36 Grad. Und die nächste Tagesschau kommt um 15 Uhr. Bis dahin.